Ja, ein neues Video. Ich bin der Daniel, ihr seid auf dem YouTube-Kanal Basteltown. Und wenn ihr die hier verbinden wollt, das ist ja manchmal kompliziert, vor allem wenn man dübeln tut und keine Maschinen hat. Aber da gibt es ein richtig günstiges Jig, wo man sich schnell selber bauen kann. Und damit verdübelt ihr die perfekt. Ich hoffe's. Also ich baue es jetzt. Mal gucken, was rauskommt für einen Scheiß. Legen wir los. Was braucht ihr dazu? Wir brauchen Messinghülsen, 2 Stück. Innen haben die 8 mm, außen haben sie genau 1 cm. Dann brauchen wir 3 Hölzer und die habe ich geschnitten auf 3,7. Ihr könnt auch 3,5 machen. Ich habe das jetzt Pi mal Daumen gemacht und die sind breit 7 cm. Heißt, die hier sind natürlich auch 3,7. Dann eine Plexiglasscheibe noch, die hat 0,6 cm, also 6 mm. Und die ist allerdings noch mal ein Stückchen größer als die Holzplättchen. Warum, seht ihr nachher. Da ist nachher ein Kontrollstrich, um das genau zu sägen. Und 4 Schrauben. Zu sägen? Zu bohren. Also, jetzt leimen wir erstmal die 3 Hölzer punktgenau zusammen. Das ist der erste Schritt. Was ihr hier gerade seht, die 18er MDF wollte ich gerade sagen, Multiplexplatten, das wird der neue GTS-Stand. Mehr ist noch nicht fertig, momentan. Auf jeden Fall leimen wir das jetzt zusammen. Ich nehme eigentlich immer, mittlerweile, den Uhu Express. Warum auch immer. Der Vorteil ist, der ist schnell trocken. Jetzt müssen wir es nur wieder sauber zusammenleimen. Was bei mir so oft das Problem ist. So, den Trick habe ich jetzt gerade gelernt. Passt doch. Jetzt tun wir bei der 7 cm Breite am Plexiglas mit dem Teppichmesser anritzen. Bei der Hälfte. Leute, nehmt euch einen Kuli, geht viel besser. Nein. Scheiße. Himmel, Herrgott, nochmal. So, jetzt. Jetzt nehmen wir den Strich quer und das Holz ist nachher so angebracht. Das heißt, 3,7. Ich mache da jetzt eine Markierung. In diesem Feld setzen wir jetzt 4 Bohrungen hier außen, um nachher das Plexiglas festzuschrauben. Ich wollte jetzt erst mit dem Holzbohrer, aber ich nehme da meinen Wolfcraft Senkbohrer und da bohren wir jetzt einfach rein, auf gut Glück. Natürlich nicht da, wo nachher noch die Löcher seitlich sind, also eher weiter außen. Der Holzklotz ist fertig. Jetzt nehmen wir den und zeichnen da mal die Mitte an. Und die Löcher von der Achse in der Höhe stimmen und der Abstand von der Mittellinie nach außen. Die müssen identisch sein. Weil ihr müsst es nachher um 180 Grad drehen am anderen Holz. Und wenn das nicht stimmt, seid ihr aus der Achse, dann passt die ganze Sache nicht. Deswegen zeichnen wir hier jetzt noch mittig 2 Löcher an. So, und da machen wir jetzt die Bohrungen 1 cm stark mit dem 10er Bohrer natürlich. Die Bohrungen sind drin. Jetzt kommt die Hochzeit. Die 2 Hülsen. Hammer, Brett. Fertig. Jetzt noch das Komplizierte. Das hier muss jetzt exakt passen. Die Schrauben rein. Nee, ich bohre erst vor. Ich kenne mich.
Wenigstens geschwind mit dem Zweier. So, Schrauben rein. Und schon ist er fertig. Und ob der jetzt funktioniert, schauen wir. Zeige ich euch jetzt. Als erstes nehmt ihr euer Holz und macht hier einen Strich ungefähr. So. Und wenn wir ehrlich sind, wichtig von dem Strich ist eigentlich der erste Millimeter von dem Strich. Die Schablone legen wir auf diesem Strich an und spannen das fest. Jetzt habe ich alles weggeräumt, ne? Jetzt bin ich auf dem Strich und jetzt wird es einfach. Wir nehmen den Bohrer und bohren rein. Das gleiche machen wir jetzt an dem Holz, auch kurz bohren. Das Ganze hätten wir jetzt auch noch um 90 Grad drehen können und hier nochmal zwei Dübel reinmachen. Oder zwei Striche machen und versetzen, dann könnt ihr vier in Reihe dübeln. Und jetzt schauen wir mal, was der Bastel da uns so baut. Natürlich hat er sich... Irgendwie bin ich einen halben Millimeter neben der Spur. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr diese Linie macht, dann lasst diese Linie unten am Holz sein, weil wenn die oben ist und ihr leicht schräg drauf guckt, dann seid ihr nicht bündig nachher beim Bohren. Aber beim zweiten Versuch hat es jetzt besser geklappt. Da bin ich jetzt zwar auch einen Millimeter nebendran, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Natürlich kann man jetzt damit nicht nur die Gärungen verleimen, sondern ihr könnt auch Stirnseite quer dran. Heißt, einmal oben, einmal unten. Ihr könnt vier Dübel setzen, verspannen und das Ding hält, denke ich mal. Hoffe ich. Also wirklich ein kostengünstiger, super Helfer in der Werkstatt. Wobei ich jetzt schon fast glaube, dass ich hier leicht versetzt bin. Aber ohne Kamera brauche ich das Ding mit Holzleim trocknen, eine halbe Stunde. Und ich brauche ja nur noch das unten, die Hülsen kann ich ja nochmal raustreiben und den Klotz nochmal neu machen, falls ich da jetzt nicht in der Achse bin, das könnte auch sein. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist genial. Was findet ihr? Haut's mal in die... Ein fetter Falter. Haut's mal in die Kommentare... Ja, wie bei... Allgäu Custom, schraubt es mal in die Kommentare rein. Nein, schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, ob ihr das kanntet. Ich habe es gesehen auf einem russischen YouTube-Kanal und ich dachte, das zeige ich euch mal. Netter Helfer und ja, ich finde es cool. Kann ich nämlich gebrauchen für das Untergestell von meinem GTS-Stand, weil der wird so groß, da habe ich 5, irgendwas mal 7,5 cm Kanthölzer besorgt. Das kommt noch von unten dran, damit das Ding stabil ist. Ja, ich mache jetzt Feierabend. Es ist nämlich schon 21 Uhr. Ich muss morgen arbeiten. Heute war es warm, bei euch auch. Heute ist Dienstag. Hätte ich eine Krise gekriegt. Jo, und wie gesagt, den Senkbohrer und den Holzleim, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und mein restliches Werkzeug, wenn ihr alles sehen wollt, findet ihr auf www.bastel-town.de, die Website zum Kanal. Die findet ihr allerdings auch noch zusätzlich unten in der Videobeschreibung. Unterhalb von meiner Amazon-Wunschliste, glaube ich, ist sie. Ich glaube, ja. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und freut euch auf das nächste Video. Die Ding kommt diese Woche noch, ne? Die Scheppach, die neue. Die andere geht zurück, nur dass ihr da Bescheid wisst. Da gibt es dann auch noch mal ein Unboxing. Also, dranbleiben, abonnieren. Glocke anmachen, dann bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Bis dann, schöne Tage noch. Ciao.